Ein Atom besteht nun aus einem positiv geladenen Kern und darum herum gibt es verschiedene Hüllen, auf denen Elektronen sich um den Kern oder in Orbitalen um den Kern bewegen. Wenn nun Elektronen von außen auf dieses Atom treffen, dann können diese Elektronen, die von außen kommen, ein Elektron rausschlagen und dabei entsteht dann Röntgenstrahlung. Allerdings passiert es nicht immer. Tatsächlich ist es so, dass in diesem Atom eigentlich relativ viel Luft ist hier, sehr viel freier Raum und die meisten Elektronen einfach hier durch das Atom durchfliegen, ohne irgendein Elektron zu treffen. Dabei werden diese Elektronen jedoch vom Atomkern abgelenkt. Und dazu mache ich dieses Einstein-Elektron, das das andere Elektron rausschlägt, nochmal weg. Und zeichne jetzt ein Elektron ein, das hier auf das Atom zufliegt. Jetzt wird dieses Elektron natürlich hier vom Kern abgelenkt auf seiner Bahn. Also die Elektronenbahn sieht dann ungefähr so aus. Wird abgelenkt, das trifft hier zufällig hier drauf, das sollte mal nicht der Fall sein. Das Elektron wird hierbei abgelenkt. Dabei verliert das Elektron ein bisschen Energie. Und auch diese Energie, die jetzt verloren wird, wird wiederum als Röntgenstrahlung abgegeben. Und die Intensität dieser Röntgenstrahlung hängt natürlich davon ab, wie nah das Elektron am Kern vorbeifliegt. Also wenn es ganz hier außen vorbeifliegt, wird es nur leicht abgelenkt. Das heißt, die Energie, die abgestrahlt wird, ist klein. Und wenn es ganz nah vorbeifliegt, wird es also sehr stark abgelenkt. Das Elektron und die Röntgenstrahlung, die hier rauskommt, ist sehr, sehr kurzwellig. Das heißt, die Energie hier ist groß. Und dann kann man diese Energie in einem Diagramm auftragen. Also hier auf der X-Achse hat man Energie und auf der Y-Achse ist die Intensität aufgetragen. Und jetzt muss man im Grunde genommen schauen, also wie viele Elektronen fliegen sehr nah am Kern vorbei, also haben eine sehr hohe Energie und wie viele Elektronen fliegen ganz hier außen vorbei, haben eine sehr geringe Energie. Und jetzt ist die Intensität von denen hier häufiger, also es ist eher so, dass die weiter weg an dem Kern vorbeifliegen, als dass sie sehr nah dran vorbeifliegen. Und entsprechend sieht die Kurve so aus, dass bei hohen Energien relativ wenig Elektronen vorbeifliegen, also gibt es nicht so viel. Und dann nimmt es in Richtung geringen Energien, nimmt die Intensität zu, also diese Elektronen hier außen sind einfach häufiger. Die Elektronen werden jetzt in der Mikrosonde mit einer bestimmten Energie auf die Probe, auf das Atom geschossen. Und diese Energie ist in der Mikrosonde sehr häufig sowas wie 15 Kilovolt oder 20 Kilovolt. Das heißt, die entsprechenden Energien, die die Elektronen haben, sind dann sowas wie 15 bzw. 20 Kilo Elektronenvolt. Entsprechend ist auch hier die Energie in Kilo Elektronenvolt angegeben. Jetzt kann ein Elektron natürlich nicht mehr Energie verlieren, als es ursprünglich hat. Das heißt, es gibt hier in dem Diagramm eine bestimmte Grenzenergie, über die Röntgenstrahlung, die hier ausgesendet wird, nicht rausgehen kann. Und diese Grenzenergie entspricht natürlich genau dem. Das heißt, irgendwann geht es hier runter. Natürlich nicht so, das Ganze sieht dann irgendwie mehr so aus. Und das hier sind genau diese 15 bzw. 20 Kiloelektronenvolt. Damit lässt sich tatsächlich auch überprüfen, ob das stimmt. Also man kann hingehen, kann diesen Bremsberg angucken, wenn man die Mikrosonde auf 15 oder 20 kV eingestellt hat, guckt, wo diese Grenzenergie ist. Und die muss natürlich genau bei zum Beispiel 15 Kiloelektronenvolt liegen. Wenn die da nicht liegt, dann stimmt irgendwas mit den Einstellungen bei der Sonde nicht. Jetzt ist es aber außerdem noch so, dass in der Mikrosonde, zum Beispiel beim EDX-Detektor, sich ein Fenster befindet vor dem EDX-Detektor. Also wenn wir uns den EDX-Detektor mal angucken würden, dann wäre hier irgendwo ein Detektor und vor diesem Detektor ist noch ein Fenster. Also das wäre der EDS-Detektor und hier wäre ein Fenster. Und dieses Fenster absorbiert jetzt Röntgenstrahlung. Oder auch die Probe selbst kann Röntgenstrahlung absorbieren. Und diese Absorption führt dazu,
Also das ist, macht Absorption. Und diese Absorption führt dafür, dass die geringer, dass die Elektronen mit geringer Energie stark absorbiert werden. Zum Teil bei den ganz geringen sehr stark. Und deshalb kommt die Röntgenstrahlung niederenergetischer Elektronen, also dieser hier, nicht durch. Und deshalb sieht das Ganze hier nennt man die Bremsstrahlung, das ist die Bremsstrahlung, weil die Elektronen hier abgebremst werden bei ihrem Vorbeiflug am Atomkern. Und die Bremsstrahlung bei niederen Energien wird jetzt also stark, teilweise vollständig absorbiert und deshalb sieht das hier vorne dann so aus. Also das kommt durch Absorption zustande und irgendwann kommt es dann hier drauf und dann geht es hier weiter. Und deshalb nennt sich das hier dann auch der Bremsberg. Und das sieht man dann bei zum Beispiel EDX oder sowas. Das Ganze lässt sich dann noch plotten. Das habe ich hier einmal gemacht. Dafür gibt es diese eine Formel, die hier steht. Also mit diesem IC ist gleich K und dann IC mal E0 minus E durch E. Also I ist sowas wie der Strahlstrom, Z die mittlere Atomzahl der Probe und E0 ist die Beschleunigungsspannung und E ist die Energie, also die Energie der Beschleunigungsspannung der Elektronen und E ist die Energie eines bestimmten Elektrons, das auf der X-Achse dargestellt ist. Also E wäre hier X und IC ist dann die Y-Achse, also die Intensität. Und dann kommt dieser Plot hier raus. Und an dem kann man dann ein bisschen beispielsweise Z verstellen. Also wenn ich jetzt Z mal von 46 ein bisschen runterdrehe, auch vielleicht sowas wie 24, was vielleicht realistischer ist, sieht man, dass nichts weiter passiert, als dass sich die Y-Achse ändert. Und das gleiche auch beim Strahlstrom, also bei I, wenn ich den ändere, ändert sich auch nur die Y-Achse. Wenn ich dann aber E0 ändere, also die Beschleunigungsspannung, mal von 15 auf 20 setze, als ich nehme das mal raus und schreibe hier 20 rein, dann sieht man, dass auf der X-Achse jetzt diese Grenzspannung eben auf 20 hochrutscht. Oder wenn ich hier dann 30 reinschreibe, dann ändert sich diese Grenzspannung auf der X-Achse auf eben 30 Kiloelektronenvolt. Und das jetzt ohne Absorption gerechnet, sondern einfach nur die Bremsstrahlung selbst. Und deshalb ist es hier, sieht man hier keinen Bremsberg. Aber so entsteht die Bremsstrahlung bzw. der Bremsberg.